Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk More Rock auf Radio Frei. Und mein Name ist Adel. Ich begrüße euch zu circa einer Stunde Musik, die ich für euch mache, die ich mit euch mache. Es ist ein Jam und ich versuche innerhalb von knapp 60 Minuten einen Song zu schreiben oder zumindest ein bisschen rumzufrickeln und lasse euch dabei ein bisschen teilhaben. Es ist immer so ein bisschen Experiment und ich mache davon auch ein Video. Das heißt, ihr könnt euch das auch anschauen im Netz, wenn ihr wollt, um zu sehen einfach, was ich hier irgendwie tue. Vielleicht zum technischen Setup so ein bisschen was. Das bin heute wieder im Proberaum und habe als Zentrale ein iPad dabei mit Loopy. Und das ist so quasi das Scratchpad, da wo ich die ganzen Sachen einfach aufnehme und wo ich sie dann auch wieder abspielen kann. So quasi als Looper. Dann als Unterstützung heute dabei der Analog Rhythm, eine Drum Machine von Electron. Und ich versuche heute zusammen mit der Gitarre und dem Rhythm was zusammenzubasteln. Und die Idee ist, auch ein bisschen was zu samplen. Das heißt, ich versuche ein paar analoge Klangerzeugungen, wenn man es so nennen will, aufzunehmen und die dann an den Rhythm zu schicken. Das klingt ein bisschen technisch, ist auch ziemlich technisch, weil der kann eigentlich nicht samplen von Haus aus, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man das umgehen kann und will euch das mal zeigen, wie das funktioniert. Denn in Zusammenarbeit mit dem iPad geht das einigermaßen cool. Da gibt es eine App, die heißt Strom und die werde ich benutzen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da ein bisschen dabei sein und zuhören. Ich fange quasi mal an und öffne die Strom-App. Die sieht so aus, da sieht man quasi eine Hüllkurve, eine Audio-Hüllkurve und ich nehme jetzt mal vielleicht ein Percussion-Instrument und halt das hier vors Mikrofon und probiere das mal aufzunehmen. Das habe ich jetzt soweit aufgenommen. Wenn man das jetzt hört und hört es nur auf einer Seite, dann liegt das an der App. Das ist nicht euer Problem. Na, da hört man es schon. Es ist quasi ein Sample und das kann ich jetzt schon mal zum Sampler schicken und mal gucken, was der dann da draus macht. Ich glaube, das ist eine Karacha. Und ich gebe die ein. Und jetzt habe ich das quasi hier, das Sample aufgenommen auf dem iPad und der schickt das jetzt rüber. Ich habe hier drüben auf dem Sampler schon ein, zwei Sachen mal vorbereitet, die so standardmäßig einfach dabei sind. Eine Bassdrum, eine Snare, ein Ridebecken und ein Crash. Und kann damit jetzt mal probieren, einen langsamen Beat zu bauen, während dieses Sample hier läuft. Genau, der Transfer ist jetzt quasi vonstatten gegangen. Und Loopy dient mir quasi als MIDI-Clock, also von daher kommt das Signal zum Starten und Stoppen. Das heißt, es ist alles einigermaßen miteinander synchronisiert. Und jetzt läuft das und ihr seht, der Sampler hier unten läuft auch los. Also die zumindest jetzt im Netz zuschauen. Im Radio ist das ein bisschen doof, aber bleibt einfach mal dran und guckt mal, wie jetzt so ein, kein Song, es ist jetzt erstmal ein Beat, den wir bauen, den ich baue. Jetzt lade ich quasi das eben eingespielte Karacha mit dazu.
Okay, ein Instrument habe ich. Und versuche jetzt noch einen Shaker dazu zu bauen. Mach nochmal kurz Stopp und gehe nochmal in Strom rein und versuche nochmal hier was aufzunehmen. Achtung. Okay, das schicke ich wieder zum Rhythm rüber. Das mal so als erster grober Rhythmus und den versuche ich jetzt so ein bisschen zu variieren, leg quasi noch ein neues Pattern an. Thank you.
habe das jetzt quasi als Loop mal aufgenommen und spiele dazu noch was auf der Gitarre ein. Loops. Metronom an.
Lad mal noch eine App dazu, um so ein paar Vocals aufzunehmen. Hatte ich neulich mal ausprobiert. Funktioniert eigentlich ganz cool. Die heißt Vocal Life und erinnert doch sehr an Chair. Also da ist ein Vocoder eingebaut. Das ist ziemlich cool. Ich speichere mal kurz. Ja. Session.
so bei ca. 12 Loops angekommen. Und hab noch, naja, gut 20 Minuten Zeit. Das heißt, ich muss mich von irgendwelchen Loops trennen. Das ist aber schwer. Ich probiere das mal.
sind ein paar neue Loops dazugekommen. Jetzt sind alle 12 Loops voll, das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich würde jetzt einfach dazu noch ein bisschen jammen. Thank you.
Das war's schon fast für die heutige Ausgabe. Wieder ein bisschen Gefrickel. Diese Sendung hier ist Let's Talk More Rock auf Radio Frei und es ist eine Jam-Session und ich habe versucht ein paar Song-Ideen einfach aufzunehmen mit der Gitarre und mit ein bisschen Percussion in den Sampler reingesampelt. Es gibt auch ein Video dazu, wenn ihr wollt, könnt ihr im Netz dann dazu nachschauen auf radiofrei.de unter Let's Talk More Rock klicken. Dort gibt es den Link. Da könnt ihr euch das Video anschauen und nochmal genau gucken, was ich hier wann gemacht habe, wenn es von Interesse ist. Ich sage auf alle Fälle schon mal danke fürs Zuhören. Mein Name ist André Neumann und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Da nehme ich eine neue Jam-Session auf, wenn ihr denn wollt. Ich versuche jetzt einfach noch einen Song ein bisschen hier da dran rumzutüfteln, 1, 2 Teile auszuprobieren und wie gesagt, schaut auf der Website vorbei auf radiofrei.de, dort gibt es das Video. Vielen Dank fürs Zuhören.